BSZ, wir müssen reden. Hallo, wir sind die BKW 1.1 aus dem BSZ Stockach und haben innerhalb des Deutschunterrichts einen Podcast aufgenommen. Das Thema war Selbstständigkeit versus Angestelltenverhältnis. Nun kommen die folgenden Themen. Ich habe Rainer Vollmer interviewt. Er ist ein Dozent an einem BSZ Stockach und er hat es geschafft, sich selbstständig zu machen. Johanna und ich haben den Mario Bacher interviewt und er hat eine Edelstahlfirma in Stockach, die er von seinem Opa übernommen hat. Und jetzt geht's weiter mit Johanna. Ich habe meine Mutter interviewt. Sie hat sich eigenständig ein kleines Geschäft aufgebaut. Und ich habe unser relativ junges Schulleiterteam, Frau Metzler und Herr Schalk, interviewt. Ich, Alexander, habe meinen Vater interviewt. Er ist schon ein langjähriger Koch im Angestelltenverhältnis und hat nach so vielen Jahren immer noch sehr Spaß. Ich, Mel, ich habe noch einen ehemaligen Schüler des BSZ Stockachs interviewt. Der Robin Hahn hatte schon damals seine Pläne. Jetzt wollte ich mal fragen, habt ihr auch schon Pläne? Ich würde gerne meinen BK2 abschließen und würde gerne auch in die wirtschaftliche Richtung weiterhin gehen, daher ich auch schon meine Realschule hier auf dem BSZ gemacht habe, im kaufmännischen Bereich. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel Ahnung, was ich eventuell danach machen möchte. Also ich möchte auf jeden Fall das BK2 fertig machen und ob jetzt danach Ausbildung oder Studium kommt, ist für mich noch offen. Alex, wie sieht's bei dir aus? Ist bei mir ähnlich. Ich habe noch keine Ahnung, was ich später mal machen will, aber ich suche Inspiration und deswegen hat mir der Postcard sehr geholfen. Wie sieht es bei dir aus? Also ich würde gerne nach dem BK2 eine Ausbildung bei der Polizei machen und danach mir nebenbei noch was aufbauen und irgendwann dann selbstständig sein. Was genau, weiß ich leider noch nicht, aber das wird dann. Ich habe vor, mein Fachabi hier zu absolvieren und danach eine Ausbildung zu machen, aber was genau, weiß ich auch noch nicht. Ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Ich will auch erstmal mein Fachabitur hier abschließen, danach eine Ausbildung machen, ein bisschen Geld verdienen und danach mal weiter schauen, was danach passiert. Jeder von uns möchte Karriere machen, viel Geld verdienen, glücklich bei der Arbeit sein. Robin Hahn hat es geschafft. Er war ehemaliger Schüler des BSZ Stockach und absolvierte hier sein Abi. Ich bin Melich und möchte mit Erik und Flavian wissen, was er heute beruflich macht. Schön, dass ich hier sein darf. Hi. Was machen Sie beruflich heute? Ich bin bei der Stadt Stockach als Beamter zuständig für jegliches im Bereich Steuern. Also ich mache die Steuererklärung für die Stadt als Steuerschuldner, bin Ansprechpartner in steuerlichen Fragen und ja, alles, was denn links und rechts noch so mit anfällt. Okay, perfekt. Können Sie uns vielleicht erzählen, wie Sie auf diesen Beruf gekommen sind? Ich bin drauf gekommen durch einen Karrieretag. Also die Richtung besser gesagt, weil damals Karrieretag vor ein, zwei Jahren, vielleicht waren es auch mehr, da war ich am Stand vom Finanzamt in Singen und ja, habe mich da einfach dann für den Job interessiert, habe gemerkt, die Richtung ist was für mich. Und nachdem ich jetzt auch eine Zeit lang in Konstanz auf dem Finanzamt war, hatte ich dann irgendwann die Chance, mich in Stockach auf dem Rathaus zu bewerben, habe die Stelle bekommen, glücklicherweise, und darf mich da jetzt seit anderthalb Jahren ja, austoben im steuerlichen Bereich. Könnten Sie uns noch erzählen, wie Ihr Werdegang war, also was der Weg zu Ihrem Beruf war? Also ursprünglich habe ich mittlere Reife gemacht hier in Stockach, habe dann anschließend, wie es ja schon schön geheißen hat, hier dann mein Abi gemacht von 2013 bis 2016 und eben dann durch einen Karrieretag habe ich auf dem Finanzamt das duale Studium angefangen, war da dann 4 Jahre unterwegs und habe dann danach aber auch gesagt, weil mein Studium nicht ganz erfolgreich lief, dazu stehe ich, habe ich dann auch nochmal weitergemacht, habe auch mal ein Fernstudium gemacht, einen Bachelor und einen Master jetzt inzwischen und ja, bin dadurch jetzt auch noch im Wirtschaftsrecht dann ganz gut geschult und dadurch dann das Finanzamt und jetzt dann hier zur Stadt. Wie haben Sie sich in dieser Zeit immer motiviert? Gute Frage, mal mehr, mal weniger. Natürlich viel durch Freunde und Familie, weil die einfach viel, viel Rückhalt gegeben haben, einmal abgeholt haben, wenn man irgendwo lost in der Ecke saß gefühlt, aber natürlich auch immer dadurch motiviert, indem ich mir das Ziel vor Augen gesetzt habe, also mir gesagt habe, hey, wohin will ich, was muss ich dafür machen und da einfach nie dann das Ziel außer Augen gelassen. Was war denn Ihr Ziel? Erfolgreich und vor allem aber zufrieden, irgendwann mal in einem Job sein zu können. Also jetzt nicht nur eine Ausbildung, ein Studium zu machen, der Ausbildung im Studium wegen, sondern wirklich sagen zu können, ich will irgendwann zufrieden sein, ich will gutes Geld verdienen natürlich auch, aber einfach meinen Weg weitergehen können. Sind Sie heute zufrieden? Ja, absolut. Mit allen Höhen und Tiefen.
Wie gehen Sie mit dem Stress, den es auch sicherlich in Ihrem Beruf gibt, um? Also gibt es irgendwas, was Sie zum Ausgleich gegen den Stress machen? Also ich mache Sport dann ein-, zweimal die Woche und mache sonst halt auch viel mit Freunden. Also mich trifft man abends relativ oft in Stockacher Lokalitäten, dann einfach um runterzukommen, um zu resetten auch. Ich sage es also jetzt nicht mit was anderem resetten, sondern einfach um vom Alltag ein bisschen rauszukommen. Und natürlich dann im Winter gehe ich gern Skifahren, was dann auch sein Übriges noch tut. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Beruf jetzt oder würden Sie gerne die Karriereleiter noch weiter hochklettern? Mit dem Job an sich bin ich zufrieden, also mit der Sparte, aber natürlich, ich bin noch jung, ich bin 26. Natürlich, irgendwann will ich dann schon mal noch die Karriereleiter dann weiter hochgehen, aber alles mit seiner Zeit. Aber an sich die Sparte, das Finanzielle, Steuerliche, das passt ganz gut für mich. Also würden Sie sagen, Sie verdienen genug Geld? Ausreichend. Ausreichend war aber in der Schule nie gut. Das stimmt, aber also sagen wir es so, es reicht zum Leben. Ich kann mir ein eigenes Auto leisten, ich kann zum Skifahren gehen, aber natürlich, es wäre gelogen, würde ich nicht sagen, wenn ich 1.000 Euro mehr kriege, dann würde ich Nein sagen. Also nach oben ist immer offen. Okay, danke schön. Hatten Sie auch mal einen Moment, wo Sie dachten, ich lasse alles stehen und liegen und gebe einfach auf? Ja, öfters. Aber halt gerade im Studium, denn gerade in den Prüfungsphasen kommt man halt schon oft mal an den Punkt, wo man denkt, hey, für was mache ich eigentlich den ganzen Mist? Aber eben das war dann immer der Punkt, wo ich auch dann mir einfach das Ziel vor Augen gesetzt habe, wohin will ich? Und ja komm, jetzt halt einfach die 3-4 Wochen durch in der Prüfungsphase oder sonst mal in einem Tiefpunkt und dann wird es auch wieder besser. Welche Tipps würden Sie uns mit Ihrem heutigen Wissen weitergeben? Haltet durch. Das Leben läuft nicht perfekt. Also das ist ein Wunsch, den jeder zurecht hat, aber es wird nie perfekt laufen. Aber wenn ihr an euch glaubt, wenn ihr eben euer Ziel verfolgt, wenn ihr euch auch eingesteht, mal Hilfe zu holen, erreicht alles. Egal, wie lange es vielleicht mal dauert. Okay, danke schön für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns wieder bald. Ja, sehr gerne. Bis bald. Robin weiß, was er will. Ziemlich beeindruckend. Die große Karriere hat er noch vor sich. Unsere nächsten Interviewpartner sind zwei, die schon ganz oben angekommen sind. Unser junges Schulleiterteam, Frau Metzler und Herr Schalk. Los geht's mit Frau Metzler, unsere Chefin. Welchen Weg haben Sie genommen, um hierher zu kommen? Einen sehr langen und komplizierten Weg, muss man sagen. Wollt ihr meinen ganzen beruflichen Werdegang hören? Oder nur das, was mit Schule zu tun hat? Das war ganz nett. Ja, alles. Alles. Ja. Also, ich habe Abitur an einem Wirtschaftsgymnasium gemacht in Überlingen und danach war ich erstmal im Ausland. In London, habe in einem Hotel gearbeitet. Ich komme aus einer Familie, die alle eine Gastronomielehre gemacht haben. Und nach dem Jahr in London habe ich dann auch eine Hotelfachfrau-Ausbildung gemacht und zwar in Bayern. Und danach habe ich dann auch in meinem Job gearbeitet und habe mich dann noch spezialisiert auf Wein. Und bin dann, als ich 23, 24 war, nach Australien und habe da 3 Jahre gelebt und gearbeitet und auch alles zum Thema Wein gelernt und habe eine Sommelier-Ausbildung gemacht, also eine Weinfachfrau-Ausbildung. Und danach bin ich dann irgendwann wieder nach Deutschland gekommen, habe dann erst ein Jahr in Bayern gearbeitet und nach diesem Jahr dort bin ich dann nach Berlin, habe da 3 Jahre in einem Sterne-Restaurant gearbeitet und da habe ich dann beschlossen, das macht eigentlich total Spaß, Azubis auszubilden und denen alles Mögliche beizubringen. Und dann habe ich noch in Berlin angefangen zu studieren und zwar BWL und Englisch auf Lehramt. Und nach einem Semester habe ich dann aber festgestellt, wenn ich in Berlin studiere, muss ich nachher in Berlin Lehrerin sein. Und ihr habt wahrscheinlich, so wie ich auch, ein Bild von Berlin im Kopf und dort unterrichten war dann nicht mein absoluter Traum. Und dann bin ich nach einem weiteren Semester gewechselt, habe an der Uni Konstanz weiter studiert, habe auch irgendwann mein Studienfach gewechselt, weil unter uns hat mir BWL nicht so viel Spaß gemacht. Das verraten wir aber den BWL-Lehrern nicht natürlich. Und habe dann meinen Studiengang auf Deutsch-Englisch geändert. Hab mein allererstes Praktikum schon hier gemacht am Berufsschulzentrum Stockach und danach auch mein Referendariat. Und dann war ich hier Lehrerin, dann Stellvertreterin sehr kurz und jetzt Schulleiterin.
Und ich war erst 2012 mit meiner Ausbildung fertig und jetzt 11 Jahre später, also mit meiner Schulausbildung fertig und jetzt bin ich 11 Jahre später schon Rektorin. In welchem Bereich kommen Sie? Das haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Ja. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Ich habe, also zu meinem jetzigen Beruf kam ich wirklich durch meinen alten Beruf. Ich habe da ganz viele Azubis ausgebildet, denen viele Dinge beigebracht, die man weder im Berufsalltag noch in der Berufsschule gelernt hat. Und dann habe ich eben da festgestellt, das macht mir sehr viel Spaß und da sehe ich so ein bisschen, ja, meine Zukunft auch drin und wollte das nicht nur im Betrieb weitermachen, sondern wollte dann eben auch studieren und das weitermachen. Dankeschön für die Antwort. Wie lange hat Ihre Umschulung zur Schulleiterin gedauert? Also man muss ja im Schnitt so 10 Semester studieren, das heißt 5 Jahre ungefähr. Ich habe auch ziemlich genau 5 Jahre studiert, trotz Studiengangwechsel. Und danach muss man noch 18 Monate, also 1,5 Jahre, das Referendariat machen. Also insgesamt, weil das meistens nicht so aufeinander passt, knapp 7 Jahre braucht man, bis man Lehrer ist. Wirkt Ihr Arbeitsleben auch auf Ihr Privatleben aus? Ja, das ist eine ganz eindeutige Antwort. Und zwar beschäftigt man sich doch mit vielen Dingen, auch nach, wenn man noch nach Hause fährt natürlich, wenn man zu Hause ist, weil viele Probleme sich nicht auf einen Schlag lösen lassen und auch manchmal gibt es Dinge, die in der Schule vorfallen, über die man doch wirklich länger nachdenken muss, weil man möchte vielleicht auch die richtige Antwort auf Probleme finden. Da gerade auch, wenn es Probleme gibt, die Schüler aus ihrem Privatleben mit in die Schule tragen, weil das Elternhaus nicht passt oder wenn man andere Probleme hat. Und da denkt man auch viel zu Hause noch drüber nach. Was heißt denn für Sie Karriere? Karriere machen? Karriere machen heißt für mich nicht unbedingt viel Geld verdienen, sondern Karriere machen bedeutet für mich, sich immer weiterentwickeln und am Schluss genau das machen, was einem Spaß macht und in dem man im besten Fall auch noch gut ist. Was braucht man auf dem Weg nach oben, wie zum Beispiel Fertigkeit? Durchhaltevermögen für mich und nach Rückschlägen immer wieder aufstehen und sich vor allem selbst reflektieren und überlegen, ist das der Weg, den ich gehen möchte? Und dann ist auch ein steiniger und harter Weg einfacher zu gehen, wenn man weiß, das ist genau das, was ich machen möchte und sich eben nie unterkriegen lassen. Gab es Situationen, in denen Sie sich mit Ihren Entscheidungen nicht sicher waren? Ja, viele. Und auch viele, wo ich dachte, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Also ich war ja schon 30, als ich angefangen habe zu studieren. Um mich rum waren alle 19 oder 20. Ich hatte in den 11 Jahren, seit ich Abitur gemacht hatte, fast alles vergessen, was ich in der Schule gelernt habe und musste dann ganz viele Sachen neu lernen. Und da habe ich dann überlegt, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, aber auch da eben ein bisschen Durchhaltevermögen, immer wieder aufstehen. Danke. Wie oft denken Sie über Ihren alten Job nach und vermissen Sie Sachen an Ihrem alten Job? Also ich vermisse tatsächlich manchmal was in meinem alten Job, weil man in einer etwas ungezwungeneren Atmosphäre mit Leuten zu tun hat. Wenn man in der Gastronomie arbeitet, ganz oft feiern Leute irgendwas. In der Schule feiern Leute nicht so oft was. Und das hat dann manchmal schon sehr viel Spaß gemacht und da arbeitet man viel stärker im Team. Als Lehrer ist man sehr oft alleine oder nur in kleinen Teams oder kleine Teile des Tages im Team. Und in meinem alten Job hat man sehr viel gemeinsam gearbeitet und das hat schon sehr viel Spaß gemacht und das vermisse ich manchmal. Okay, dann vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich interviewt habt und mich ausgesucht habt. Boah, voll krass, finde ich, was Frau Messer schon alles erlebt hat. Schon heftig. Lass uns mal Herr Schalk zuhören, was der für einen Werdegang hat. Hallo Herr Schalk, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Wir sind 18 Jahre alt und wissen noch nicht, was wir später mal machen werden. Wussten Sie, was Sie später mal machen? Also, ich bin jetzt 41. Als ich 18 war, wusste ich es auch noch nicht, tatsächlich. Also ich habe Abitur gemacht und dann war ich 19 und dann hat sich so, also ich musste noch Zivildienst leisten, das war bei mir damals ja noch so und dann war aber irgendwie klar und das ist familiär auch bedingt, dass es irgendwas mit Betriebswirtschaft zu tun haben soll, aber welche Richtung das dann genau wurde, das war noch nicht klar und das hat sich dann aber klassisch über den Weg entwickelt, wo man sich damals so ein bisschen beschäftigt hat, was gibt es für Möglichkeiten mit Betriebswirtschaft, also klassisch, das kann ich natürlich studieren als reines Fach. Und dann bin ich so drauf gekommen, hey, du kannst ja vielleicht auch Lehrer werden für dieses Fach. Und so bin ich dann tatsächlich zu diesem Lehrerjob und auch zu dem Studiengang damals gekommen. Cool, danke schön. War Ihr Weg immer geradlinig zu dem Beruf des stellvertretenden Schulleiters? Nee, ganz sicher nicht. Also Schulzeit, ich war so ein mittelmäßiger Schüler,
würde ich behaupten, bin dann da irgendwie so durchgekommen und dann, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, musste ich Zivildienst damals noch machen, da war ich im Krankenhaus. Das war dann nochmal so ein ganz neuer Input, was mir ganz gut getan hat, um sich auch so ein bisschen zu orientieren, hey, wie soll es eigentlich jetzt danach weitergehen? Es war dann schon klar, dass es irgendwie ein Studium werden soll, aber eben die Richtung noch nicht. Und da hat dann dieses Jahr, dieses Zivildienstjahr da echt geholfen. Und ja, Studium, da gab es tolle Sachen, die super spannend waren. Da gab es natürlich aber auch Vorlesungen oder Kurse, die man machen musste, die nicht so prickelnd waren, ganz klar. Aber ich habe nebenher da noch relativ viel gemacht. Ich habe dann irgendwie als Student in der Bar gearbeitet, da habe ich ganz viel gelernt. Ich hatte so ein paar Praktika, Ferienjobs, da hat man so ein bisschen Erfahrung auch gesammelt. Und ja, und dann war klar, dass das eben Lehrer werden soll. Ja, Studium war dann zum Teil schon ein Kampf, deswegen, es war nicht geradlinig. Da gab es auch Rückschläge zu verdauen, ne? Dass man dann Klausuren vielleicht auch nicht bestanden hat und musste irgendwie zum zweiten Mal ran und so. Also das war nicht so. Aber das gehört im Zweifel auch dazu. Ne? Hast du schon mal überlegt, den Beruf zu wechseln, also nicht stellvertretender Schulleiter zu werden? Also den Job jetzt hier in der Schule, das nicht. Aber zwischenzeitlich, glaube ich, dann beim Studium hat man schon mal so Phasen, wo man überlegt, hey, ist das noch das Richtige? Gerade so Phasen, wo man vielleicht nicht so viel Freude dran hatte. Ich glaube auch, dass das normal ist, sich immer mal wieder zu hinterfragen, ist das jetzt tatsächlich immer noch der richtige Weg? Und ich glaube, am Ende braucht man auch so ein bisschen Ausdauer. Ne? Dass Rückschläge sind normal und nicht bei jedem kleinsten Gegenwind zu sagen, na, ich mache jetzt auch was anderes, sondern dann da dabei zu bleiben und in sich reinzuhören. Ich glaube, man spürt es dann schon bei allen Rückschlägen, ob es doch der richtige Weg ist. Bei mir war es das. Und dann war klar, dass es in Richtung Lehrer geht. Und stellvertretender Schulleiter, das kann man, glaube ich, jetzt eh nicht so planen. Ne? Das war jetzt auch nie so ein Ziel von vornherein, dass man da irgendwie hin will. Das entwickelt sich dann im Laufe der Zeit. Aber jetzt erstmal dann Lehrer zu werden, das war dann irgendwann ganz klar. Und das war dann auch über die Praktika, die ich auch in der Schule gemacht habe, ganz eindeutig, dass das mein Weg sein soll. Und dass man dort auch seine Stärken, die man dann so hat, da also ganz gut einbringen kann. Zufrieden mit Ihrem Beruf? Total. Macht total viel Freude. Also auch das Lehrersein jetzt erstmal. Ne? So bin ich ja gestartet. Auch für die beiden Fächer. Ich unterrichte ja Betriebswirtschaft, also BWL und Geschichte. Und das war von vornherein klar. Das sind meine zwei Lieblingsfächer. Und auch der Job, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten in der Schule, macht total viel Freude. Und da bin ich mit Herzblut dabei. Und da hat sich dann halt mit den Aufgaben, die man so dazu bekommen hat, hat sich das halt so ein bisschen weiterentwickelt, dass das jetzt auch in Richtung Schulleitung dann halt irgendwann mal ging. Aber das war von vornherein jetzt nicht so geplant und hat sich auch erstmal nicht so abgezeichnet. Okay. Ich denke mal, Sie machen mehr als über Ihre Arbeitszeit hinaus. Ist es wichtig, mehr zu machen, als man muss? Als man muss? Ja. Also das mit dem Müssen ist ja so eine Sache, ne? Also es gibt Sachen, die muss ich machen, klar. Ich empfinde das aber jetzt, wenn ich jetzt meine Woche angucke, dann ist das Müssen, steht das gar nicht so im Vordergrund. Es gibt halt so Tätigkeiten, die dazugehören und die mache ich und das meiste mache ich total gerne. Weil ihr sagt jetzt, dass man mehr machen muss, könnt ihr das mal ein bisschen genauer sagen, was ihr damit meint? Ja, dass sie zum Beispiel jetzt zu Hause jetzt irgendwie noch extra arbeiten für die Schule, ob das wichtig ist, dass man das mehr machen muss. Oder ob sie länger in der Schule bleiben und dort halt noch ihre Aufgaben erledigen, auch wenn es jetzt halt länger geht als ihre eigentliche Arbeitszeit. Ich glaube, es ist dann eher so projektgebunden halt. Ne? Also das heißt, wenn wir bestimmte Phasen im Schuljahr jetzt haben, die dann mit bestimmten Tätigkeiten und Dingen verbunden ist, dann ist natürlich für uns klar, dass wir da ran müssen. Und dann macht man das halt so lange, bis man seine To-Do-Liste des Tages sozusagen abgearbeitet hat. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass es länger geht wie an einem anderen Tag. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, das irgendwie auch in so einen Einklang zu kriegen. Also ich habe zwei kleine Kinder und eine Frau und Familie und so. Und ich glaube schon, und das ist uns auch jetzt im Leitungsteam wichtig, dass man das irgendwie in Einklang kriegt. Es gibt so Phasen, da hat natürlich Job total Priorität, gerade wenn es um Projekte geht, die dann gerade anstehen. Also wie zum Beispiel auch der Karrieretag, der am 10. Februar dann sein wird. Aber jetzt aufs ganze Schuljahr mal so bezogen, ist es, glaube ich, schon wichtig, dort ein gutes Maß, ein gutes Gleichgewicht hinzukriegen. Und das hat natürlich was mit Organisation zu tun, das hat aber was mit Team zu tun, wie wir zusammenarbeiten. Ich denke aber, dass das total möglich ist, auch gerade bei uns in der Schule, das irgendwie so ins Gleichgewicht auch zu kriegen. Das ist uns persönlich aber auch total wichtig.
Wie schaffen Sie es, jeden Tag neue Energie zu tanken? Also machen Sie abseits von der Schule noch irgendwie zum Beispiel Sport oder irgendwie so etwas? Genau, also ich gehe noch ab und zu laufen, gehe Radfahren, sofern das die Zeit zulässt. Ich glaube aber, dass es halt super wichtig ist, in welchem Umfeld der Job halt stattfindet. Also was für Leute habe ich um mich herum? Was kann man alles bewegen? Wie wirksam ist man da letztendlich auch? Da zieht man auch wieder viel Energie raus. Das heißt also, Projekte, die wir starten, dann ist es letztendlich so, wir packen erstmal Energie rein, natürlich. Aber dann kommt natürlich auch viel zurück im besten Fall. Und wenn das so funktioniert, dann ist das so ein Stück halt auch ein Selbstläufer. Ne? Problematisch ist ja immer nur, wenn ich irgendwie immer nur investiere und es kommt irgendwie nicht wirklich was zurück. Das ist, glaube ich, auf Dauer, könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber das wäre auf Dauer, glaube ich, total anstrengend. Das habe ich jetzt hier überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also Teamsitzungen hier, da freut man sich drauf, da mit den Leuten dann zusammenzusitzen, Dinge zu besprechen, Ideen zu entwickeln. Gefühlt gibt es da so keine Grenzen und das macht wirklich sehr, sehr viel Freude. Und da kommt ganz viel zurück, wo man dann so vermeintlich seinen Akku wieder auch aufladen kann. Und zwar in der Schule. Also eben nicht zu sagen, ich investiere jetzt hier nur am Arbeitsplatz und meinen Akku lade ich sozusagen draußen auf, also zu Hause mit Sport oder wie auch immer. Das natürlich auch. Aber ich finde schon, dass ich auch hier ganz, ganz viel zurückbekomme. Sei es jetzt auch von euch, von den Schülerinnen und Schülern, aber auch vom ganzen Kollegium und auch von unserem Leitungsteam. Dankeschön, das war schon ein sehr interessantes Interview. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Danke für eure Zeit und dass ihr zugehört habt. Und ja, vielen Dank. Selbstständig sein mit einem eigenen Unternehmen. Wie schafft man das? Ich bin Flavian und interviewe heute mit Stanislav Rainer Vollmer. Er hat eine eigene Werbeagentur und hat sich damit selbstständig gemacht. Wir interviewen ihn, um herauszufinden, wie er es geschafft hat, dorthin zu kommen und wie es so ist, selbstständig zu sein. Wie verlief Ihr Werdegang? Ich habe Abitur gemacht und habe dann direkt hinten dran die Bundeswehr gehabt und habe mir danach einen Praktikumsplatz gesucht, weil ich schon immer irgendwas Richtung Grafik und Gestaltung machen wollte. Habe dann ein zweiwöchiges Praktikum in der Werbeagentur in Ludwigshafen hier gemacht. Und aus den 2 Wochen wurden 2 Jahre. Bin nach den 2 Jahren dann direkt ins Studium gegangen nach Konstanz, habe da Kommunikationsdesign studiert und habe mich eigentlich direkt nach dem Diplom und dann habe ich mich eigentlich direkt selbstständig gemacht schon. Wann kam der Moment, wo Sie sich für die Selbstständigkeit entschieden haben? Direkt nach dem Studium eigentlich. Ja, es hat sich so in den letzten 2 Semestern eigentlich so ein bisschen rauskristallisiert, dass mein damaliger Chef, wo ich vor dem Studium war, dass der eine andere Geschichte machen wollte. Ich habe ursprünglich geplant gehabt, dass ich zudem ins Unternehmen zurückgehe. Und der hat dann andere Pläne gehabt und so habe ich dann gesagt, komm, mach's dir selber. Welche Risiken und Gefahren gibt es, wenn man sich dazu entscheidet, selbstständig zu werden? Das heißt Risiken, du hängst halt mit deinem, sag mal finanziell, mit deinem kompletten Budget, was du privat hast, hängst du halt erstmal in dem Unternehmen drin. Wenn das Ding in die Hose geht, ja, hängst halt privat volle Suppe mit drin. Das ist einfach so, dass die Banken heute von dir diese Bürgschaften wollen, dass du auch mit einer GmbH, wo du eigentlich abgesichert wärst als Geschäftsführer, als kleiner Starter, ja, du hängst mit drin. Und wie gesagt, wenn die Nummer nicht läuft, dann bist du halt irgendwo mal mit kurzer Hose dann da. Bereuen Sie die Entscheidung, diesen Weg gegangen zu sein? Manchmal ja, manchmal nein. Also es gibt Phasen, wo ich, ja, sage, das ist richtig, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich entscheiden kann. Es gibt aber auch Phasen, ja, wo es dich auf gut Deutsch einfach ankotzt. Du bist ja 7:24 eigentlich mit der Birne im Büro. Du denkst nur an den Laden und selbst wenn du im Urlaub bist oder wenn du mal Freizeit hast, irgendwo bist im Kopf immer ein bisschen Büro mit bei. Deine Arbeitszeiten sind auch weit entfernt von einer 40- oder 35-Stunden-Woche, sondern du bist halt am Samstag und am Sonntag auch mal im Büro, ziemlich oft. Und wenn die anderen um 17.30 Uhr bei mir aus dem Laden rauslaufen, ja, dann sitze ich halt nochmal 1, 2, 5 Stunden, je nachdem. Manchmal gibt es wirklich solche Phasen, wo du denkst, hätte ich was Gescheites gelernt, dann würde ich Freitagmittag rausgehen und mein Leben genießen. Auf der anderen Seite sage ich wieder, ich habe mein zweiter Job, Musikmacher, ich muss nie Urlaub fragen. Ja, wenn ich am Mittwoch einen Auftritt habe, dann gehe ich einfach. Das ist mein Ding, kann ich selber wieder reinholen. Ich habe von der Familie her eigentlich auch viele Vorteile, wenn irgendwas mit meinen Kindern ist. Ich kann eigentlich immer parat sein, immer da sein, immer
Gewehr bei Fuß sein, wo halt viele andere Väter ja mal eine Auszeit nehmen müssen, nicht zu irgendwelchen Veranstaltungen kommen können, weil sie ja keinen Urlaub haben oder weil es arbeitstechnisch nicht geht. Also ich kann mir da auf der Seite wieder Freiheit rausnehmen. Was vermissen Sie daran, jetzt angestellt zu sein? Was ich vermisse, die finanzielle Sicherheit, dass du eigentlich, ja, je nach Unternehmen, das kann jedes Unternehmen mittlerweile eine Bauchlandung hinlegen und du stehst auf der Straße, aber du hast doch nicht die Sorge, wie ist im nächsten Monat die Kohle da oder nicht. Ja, ich habe meinen Arbeitsvertrag und solange ich nicht gekündigt bin, kommt die Asche, egal woher. Ich habe meinen Urlaub, der ist geregelt und den kann ich auch nehmen. Also hatten Sie auch so Momente, wo Sie Existenzängste hatten? Mehr wie einmal. Wenn du teilweise Ausfälle hast, wir sind ein kleines Unternehmen, mittlerweile 8 Leute. Und wenn du mal größere Aufträge hast und der Kunde dich dann im fünfstelligen Bereich am Seil runterlässt, also sprich die Asche nicht kommt, dann ist das existenziell. Es fragt natürlich hinten dran keiner, ob du Umsatz hast oder nicht. Die Miete muss weiter bezahlt werden, die Pacht fürs Büro, Leasingverträge, Versicherungen. Das sind so viele Verpflichtungen, wo am Ende des Monats abgebucht werden und die interessiert es nicht, ob Umsatz da ist oder nicht. Und da hast du schon Existenzängste. Da gibt es viele, viele Nächte, die du nicht schläfst. Welche Tipps haben Sie für Menschen, die den Gedanken haben, selbstständig zu werden? Wenn du es lebst, was du machen willst und nicht darauf aus bist, ich werde selbstständig, damit ich mein eigener Chef bin und viel Geld verdiene, sondern du lebst es und hast die Idee und stehst dahinter und hast die Eier auch, um zu sagen, ich gehe mal durch einen Tal der Träne durch, weil es wird kommen. Ob das kohlemäßig ist, ob das von der Moral her ist, ob das von der Motivation her ist. Aber wenn einer sagt, ich bin sehr, sehr sicherheitsorientiert und ich möchte eigentlich gar nicht Verantwortung übernehmen, dann muss er in ein Angestellterverhältnis, dann fühlt er sich da wohler. Du musst Mut haben, Verantwortung für deine Mitarbeiter, du hast Verantwortung für Kunden. Wenn du das machen willst, dann ist es eine tolle Geschichte, selbstständig zu sein. Okay, dann danken wir Ihnen dafür, dass Sie hier waren und mit uns das Interview geführt haben. Es war ziemlich spannend mit Ihnen und vielen Dank. Danke auch, macht's gut. Das war Rainer Vollmer, der sich alles selbst aufbauen musste. Mario Bacher hatte den Vorteil, in sein Familiengeschäft einzusteigen. Nun interviewen ihn Mirai und Johanna. So, also wir hatten heute den Herrn Mario Bacher bei uns. Das ist der Geschäftsführer von Edelstahlbacher. Das ist seine eigene Firma. Die hat er von seinem Opa übernommen. Er hat uns verraten, dass sein Opa damals bei Null angefangen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie damals Existenzängste hatten, was die Firma betrifft. Ob sie auf die schnelle Aufträge in die Firma bekommen haben oder es doch Schritt für Schritt nach oben ging. Ein interessantes Thema, um selbstständig zu werden. Kommen wir zu unseren Fragen. Und die erste Frage wäre, wie das zu der Entscheidung kam, in das Geschäft mit einzusteigen oder als Geschäftsführer aktiv zu werden. Ich bin als Sohn natürlich im Betrieb aufgewachsen. Der Betrieb wurde 1982 gegründet, ich bin 1984 geboren, somit also von klein auf im elterlichen Betrieb auch immer unterwegs gewesen und hatte dann schon relativ früh den Wunsch, das Unternehmen auch später mal fortzuführen. Es war auch klar, dass ich zunächst mal noch woanders sozusagen Erfahrung sammeln und studieren gehe und dann irgendwann in den Betrieb zurückkomme und so ist dann auch geworden 2013. Schön. Hatten Sie da auch zwischendurch Zweifel, ob das jetzt vielleicht doch nicht das Richtige für Sie ist? Nee, ich glaube nicht wirklich. Der grobe Kompass war immer ausgerichtet auf das Ziel. Natürlich, wenn man sich so eine Aufgabe stellt, macht man sich vorher schon ausgiebig Gedanken dazu, was bringt es alles mit sich, welche Verantwortung bringt es mit sich. Und da kommt man natürlich mal ins Grübeln, aber die grundsätzliche Entscheidung habe ich bis heute nie angezweifelt. Nein. Schön. Ich meine, wenn man es von früher auch schon kennt, dann nimmt man da sicher auch vieles mit, von den Eltern vielleicht auch. Genau, man weiß dann, was auf einem zukommt, auch zeitlich. Ja, ja klar. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben studiert. Haben Sie da zwischendurch auch woanders gearbeitet? Ja, ich habe damals noch Berufsakademie-Studium, heute duales oder duale Hochschule-Studium gemacht. Bei einem Industrieunternehmen hier in der Nähe und habe dann dementsprechend auch dort gearbeitet, wurde dort auch übernommen nach dem Studium und war dann noch in etwa 4 Jahre beschäftigt und habe während dieser 4 Jahre dann nochmal berufsbegleitend ein zweites Studium gemacht. Schön. Wie viel Arbeit kommt mit nach Hause und können Sie auch so richtig abschalten, ganz alleine?
Ich versuche die Arbeit natürlich schon im Geschäft zu lassen, so gut es geht. Ich habe zwei kleine Kinder, die zu Hause den Raum einnehmen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder schwierige Situationen, über die man dann abends oder nachts oder morgens noch nachdenkt. Ich selber stehe in aller Regel sehr früh auf, bin also eher ein Morgenmensch und es kann durchaus sein, dass ich dann morgens vielleicht schon ein, zwei Stunden irgendwelche Dinge arbeite zu Hause. Das heißt, ich nehme die Arbeit nicht mit nach Hause, aber ich bereite sie dort dann quasi wieder vor, um mit ins Geschäft zu nehmen. Und natürlich, ja, gibt es die Tage, wo man mal mehr mit heimnimmt, als man vielleicht auch will. Gehört ja dann auch dazu. Ja. Was ist das Geheimnis, erfolgreich zu sein in Ihrem Berufsbereich? Können Sie uns da auch irgendwelche Tipps mitgeben? Ganz generell bin ich persönlich der Meinung, dass es für Erfolg immer auch Fleiß braucht. Talent schadet sicher nicht, aber Fleiß ist in meinen Augen unerlässlich, um in irgendeinem Bereich gut und erfolgreich zu sein. Nicht aufhören, besser werden zu wollen, nicht immer gleich mit der erstbesten Lösung zufrieden sein, sich selber auch ein bisschen challengen und herausfordern, was einfach die Entwicklung von neuen Produkten, von neuen Abläufen, von neuen Verfahren oder wie auch immer angeht. Interessant. Gut. Herzlichen Dann danken Dank. Wir Ihnen. Bitte schön. Also Johanna, du hast doch von deiner Mutter am Anfang erzählt. Was macht sie denn? Wie ist sie dazu gekommen, selbstständig zu werden? Ja, das war eigentlich recht einfach. Wir haben zwei Hunde und die müssen raus, wie eigentlich jedem bekannt ist. Und sie hat sich dann irgendwann gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn sie andere Hunde mitnimmt und andere Besitzer entlastet, wenn sie mittags arbeiten müssen oder verhindert sind. Und so hat sie sich das dann langsam aufgebaut und hat sich dann ein Auto zugelegt und alles. Und sie geht jetzt immer mit den Hunden mittags laufen und ist da alleine selbstständig und macht es so nebenher. Und ich finde das tatsächlich bewundernswert, weil das braucht viel Mut. Und ich glaube, nicht jeder wird auf die Idee kommen, und das so zu machen. Du hast viel Verantwortung, aber das erzählt sie uns so auch nochmal selber. Genau. Also, ich bin hier mit meiner Mama. Die erste Frage wäre, wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich meine, das ist jetzt nicht gewöhnlich. Genau. Die Idee entstand daraus, da wir auch eigene zwei Hunde haben. Und wenn man mal verhindert sein sollte, muss man immer einen Plan B haben, um die Hunde unterzubringen. Aus dem Hundetraining kenne ich selber auch, dass es sehr wichtig ist, dass Hunde mit anderen Hunden Sozialkontakt haben und auch einfach wie Kinder im Kindergarten mal spielen dürfen und können. Und ja, so entstand die Idee. Dann braucht es noch ein bisschen Mut. Wenn wir gerade schon bei Mut sind, gab es Momente, wo du aufgeben wolltest oder wo du dir sehr unsicher warst? Ich meine, das ist jetzt, wie gesagt, nicht gewöhnlich und vielleicht kommt es ja auch nicht so gut an. Tatsächlich am Anfang war der Gedanke schon da, was machst du, wenn es nicht klappt? Das ist ja auch ein Stück weit nach außen hingetragen. Das Auto ist foliert, es ist ein Werbeauto. Es ist ein etwas größeres Auto. Was passiert jetzt, wenn es nicht klappt? Natürlich sind die Überlegungen da, wobei diese auch sehr schnell verflogen waren, nachdem es eigentlich sehr gut angenommen wurde und auch das Feedback der Kunden entsprechend positiv war. Das ist schön. Du arbeitest alleine. Du machst das Ganze so selber, ohne Angestellten, ohne einem Chef. Wie ist das so, seinen eigenen Boss zu haben, die Verantwortung und sowas? Wie empfindest du das? Ja, natürlich toll, dass man sein eigener Chef ist. Heißt aber auch im Gegenzug, die Verantwortung zu tragen, zu wissen, wann was zu tun ist, zuverlässig zu sein, Verantwortung für die Hunde zu übernehmen und gegebenenfalls, wenn auch mal was sein sollte, dafür gerade stehen. Das heißt, was aber im Vorfeld abgeklärt ist, dass eine Versicherung da sein muss für die Hunde, fürs Auto, na klar. Ja, und auch für mich, weil wenn ich ausfalle, ja, dann geht niemand mit den Hunden. Das ist der Nachteil für das Alleinearbeiten
Und natürlich auch wiederum im Gegenzug dazu ein Vorteil, wenn du zu zweit arbeitest, dass man dann die Arbeit eventuell verteilen könnte, wenn einer mal ausfällt. Mhm. War das schon immer dein Traum, das so zu machen? Also alleine, so eigenständig sowas für dich zu haben? Oder war das einfach so, ist es einfach so gekommen? Der Traum hat sich tatsächlich einfach so entwickelt. Ich habe eine Ausbildung von Hundetrainern gemacht und ich finde aber mit Menschen zusammenarbeiten relativ anspruchsvoll und auch manchmal sehr schwierig, was mir mit Hunden um vieles einfacher fällt. Und daraus wurde die ganze Geschichte einfach geboren. Sehr schön. Dann bedanke ich mich. Das war's schon. Danke für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ich wünsche euch viel Glück für euer Projekt. Du hast mir doch vorhin erzählt, dass dein Vater Koch ist. Genau, mein Vater arbeitet schon sehr lange, um genau zu sein, über 50 Jahre als Koch. Und nach all den Jahren ist er immer noch sehr glücklich in dem Beruf. So, jetzt sind wir nun am Ende des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration finden und auch was für euer Leben mitnehmen. Oder wie sieht's aus? Ja, die Frau Metzler hat mich eigentlich relativ überzeugt, denn sie hat davon erzählt, dass sie viele schwierige Nächte hatte und auch Ängste hatte. Aber sie hat es trotzdem mit so jungen Jahren bis nach ganz oben geschafft und ist glücklich mit ihrem Beruf. Ich fand's auch gut. Wollte ja auch selbstständig werden oder will noch. Jetzt überlege ich mir erstmal, ob ich doch lieber im Angestelltenverhältnis bleibe, weil die meisten sehr glücklich in ihrem Beruf sind. Ich fand es auch sehr interessant, dass mein Vater so ein langjähriger Koch ist und daran immer noch so viel Freude hat, nach über 30 Jahren. Ich glaube, wir haben heute auch schon öfters gehört, dass dazu viel Mut braucht und Durchsetzungsvermögen bzw. Ausdauer braucht, um ans Ende zu kommen. Aber ich finde es beeindruckend, dass so viele es trotzdem geschafft haben. Bis bald, wir hören uns, euer BKW 1.1.